Was geht ab, liebe Leute, einen außerirdischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video. Heute geht es mal wieder um die Richtung hier und zwar habe ich ein paar Sachen mittlerweile weitergemacht. Das hier ist ja mein Einsatz, den ich narrativ ziehen möchte und beim Schleifen habe ich gemerkt, dass er hier überall nicht schön schleift, sondern dass er das Material runterrubbt. Man sieht hier die dickeren Spuren, ist alles nicht so geil gewesen. Deswegen habe ich alle kritischen Stellen, wo sich prinzipiell der Kunststoff lösen könnte, mit so einem Montagekleber hier eingeschmiert. Und das ist dann nachher richtig hart und kann richtig gut überschliffen werden. Und ich hoffe mal, dass es dann besser funktioniert. Hier oben hat es schon gut funktioniert, das hier ist extrem glatt. Das wird nachher einfach nur nochmal poliert und dann ist gut. Dann habe ich hier mit meiner Tiefziehvorrichtung auch ein bisschen weiter gemacht. Kann mal kurz die Rahmen hier wegstellen. Ja, so sieht das gute Stück aktuell aus. Ich habe links und rechts zwei Schrauben reingemacht, wie man sehen kann, die natürlich auch versenkt, dass die plan sind. Und ja, das Ding ist glatt geschliffen. Das ist richtig glatt. Das ist einfach nur geil. Und ich mache mal die Schrauben raus, um euch zeigen zu können, was innen drin ist. So, die Schrauben müssten früher oder später sowieso alle nochmal raus, weil ich hier noch eine Dichtlippe brauche. Sonst saugt er mir nachher an der Platte vorbei. Okay, die kann mal kurz weg. Jetzt habe ich hier, da natürlich, das habt ihr schon gesehen. Und ich habe hier am Rand noch eine Klebe-Silikon-Fuge gemacht. Das dient jetzt nicht unbedingt dazu, dass hier weniger Luft reinkommt, beziehungsweise dass es hier abgedichtet ist, das natürlich auch, aber ich habe es hier vorne jetzt nicht abgedichtet, sondern nur hier einmal rum. Das dient eher dazu, dass nachher nicht passiert, dass der Sauger so viel Luft absaugt, dass diese Platten sich einfach anheben. Und um das zu vermeiden, habe ich eben hier diese Naht gemacht. Jetzt sitzen diese Dinger fest und können sich nicht wieder bewegen. Genau. Als nächstes nehme ich jetzt hier hinten, habe ich schon. Ja, sehr gut, Flo. Mach alles kaputt. Immer randalieren, ey. Habe ich hier ein Acrylat und dieses Acrylat werde ich jetzt hier einmal außen drum drauf schmieren. Möglichst dick. Und dann natürlich auch diese Platte hier wieder aufsetzen. Somit habe ich nachher hier auf jeden Fall auch abgedichtet. Und wenn die Platte wieder drauf ist, mache ich an der Seite das, was rüberläuft, weg. Ich habe hier noch so ein Dichtband übrig. Ich hoffe, das ist auch dicht. Das ist ursprünglich von meiner Spülmaschine. Wahrscheinlich nur gegen Feuchtigkeit. Muss ich nochmal genau schauen. Aber wenn das wirklich dichtend ist, also wirklich abdichtend, dann würde ich das hier einmal außenrum packen, wobei das jetzt vielleicht von der Länge auch nicht hinkommt. Okay, muss ich mir noch überlegen. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt mache ich hier erstmal diese Dichtlippe drauf und packe die Platte wieder dran. Dieser Moment, wenn man eine Sache aus dem Schrank zieht und 100 weitere mitkommen. I hate it. Okay, jetzt habe ich hier einfach ein graues Silikon, das dürfte ähnlich funktionieren. Wir werden sehen. Es sieht jetzt folgendermaßen aus. Hier, wo die Schrauben dran sind, quetscht sich das richtig schön raus. Das heißt, wir können jetzt hier einfach das Silikon einmal drüber ziehen. Sehr schön. Hier vorne muss ich gestehen, da wölbt sich das Holz ein bisschen. Deswegen lege ich das Ding jetzt auf den Kopf, also auf diese Platte drauf. Und dann drückt sich das theoretisch sowieso nach unten. Dann dürfte das auch gut sein. Hier auf der Seite können wir auch abziehen, da ist jetzt nicht ganz so viel rausgekommen. Und hier vorne ebenfalls nicht so viel. Ja, jetzt wird's besser. Gut.
Da muss aber noch irgendwas Schwereres drauf. Was habe ich noch? Ist leider immer noch nicht genug Gewicht. Dann hole ich jetzt einfach mal ein paar fette Bücher. Und jetzt ist das ganze Ding relativ platt. Natürlich geht hier immer noch ein bisschen was, aber ich denke, das ist okay. Da sollte am Ende dann nicht so viel passieren mehr. Ja, apropos trocknen, das hier muss jetzt auch noch erst durchtrocknen. Ich habe hier oben extra noch einen dickeren Propfen dran gemacht, dass man auf jeden Fall sieht, wenn der trocken ist, dann ist der Rest auf jeden Fall durch. Und ja, bin gespannt, ob das am Ende so funktioniert, wie ich das möchte. Auch mit der Gravur hier an der Seite und so. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass es jetzt vielleicht funktioniert. So, wie schon gesagt, hier ist eine gute Linie, hier ist auch eine gute Linie, die Linie sieht auch okay aus. Die hier ist ein bisschen gebröckelt, keine Ahnung, die hat jetzt nicht so gut funktioniert. Habe ich jetzt auch 150 Mal gemacht, aber für das Ergebnis finde ich es eigentlich nicht schlecht. Klar, sie hat jetzt hinten am Schrauben noch ein bisschen was und so, aber ich schätze mal, dass das trotzdem relativ gut dichtet. Jetzt ziehen wir schnell noch den Kleber ab und dann gucken wir mal, wie es rauskommt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht die ganzen Bahnen mit runternehme, sondern dass ich jetzt hier wirklich nur den Rand abziehe. Okay, das erste hat schon mal funktioniert. Ja, was soll ich sagen? Besser als gar nichts. Ich meine, theoretisch reicht uns ja ein, zwei Zehntel, also 0,1 bis 0,2 Schichtdicke, dass uns dieses Ding hier nachher abdichtet. Ich meine, an der Stelle ist es jetzt sehr gut geworden. Hier ist schön die Spitze, wie ich sie wollte. Hier vorne ist es eher ein bisschen Platz. Hier an der Seite fehlt sie quasi komplett und da hinten ist es wieder so ein Mix. Ich meine, ich lasse es jetzt mal trocknen und touch dann heute Abend oder morgen mal an und guck mal, wie stark die Schichtdicke jetzt hier ist in dem Fall. Könnte schon ausreichen. Ich meine, es muss ja nur, wenn es nur oben plan aufliegt, ist okay. Eine Dichtlippe, wie es hier ist, hätte ich gerne gehabt. Also einfach nur eine ganz kurze Strecke. Aber ich glaube, das tut es trotzdem. Und ich meine, so im Großen und Ganzen kann man es angucken. Ist jetzt nicht so hässlich geworden. Ich denke, dass es funktionstechnisch hinhaut. Optisch ist natürlich so eine Sache. Habe ich es mir jetzt ein bisschen kaputt gemacht, weil das hier fand ich schon sehr sexy. Aber gut. Ich meine, jetzt lasse ich mal das mal trocknen. Dann ist die Vorrichtung an sich fertig. Da unten steht ja noch der Rahmen und die Kunststoffplatten. Die sind ja eigentlich auch soweit durch. Die muss ich nur noch einsetzen und dann könnte man schon ausprobieren. So, für mich 2 Tage später und für euch ein Klick natürlich. Ich habe abgewartet und der Silikon ist komplett durchgehärtet. Das heißt, heute kann der finale oder der erste finale Test anfangen. Wir haben hier die Box. Kann ich euch noch mal kurz zeigen? So sieht sie aus. Hier vorne ist der Eingang für den Staubsauger. Hier ist sie überall dicht. Hier vor oben ist die umlaufende Dichtlippe dran. Und außenrum ist nochmal eine Silikonnaht hier dran gezogen, dass das alles schön abdichtet. Ich habe auch hier den Staubsauger schon liegen. Der kommt jetzt hier an der Seite rein. Okay, da ist auf jeden Fall das Loch ein bisschen zu groß. Das kann ich euch mal kurz so zeigen. Ihr seht, da ist noch ein bisschen viel Luft. Das heißt, ich werde jetzt erstmal noch ein Klebeband suchen und schauen, dass ich das provisorisch natürlich hier einfach mal ein bisschen abdichte. Nur um zu schauen, ob das dann auch nachher wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jetzt könnte man das eigentlich schon versuchen. Ich werde es jetzt auch einfach ohne Rahmen machen. Beziehungsweise ich muss eigentlich 2 Tests machen. Ich muss einmal den Test machen mit dem Rahmen und ich muss einmal den Test machen, einfach so, ob es generell dicht ist. Mit dem Rahmen kann ich gucken, ob ich nachher hier das, wo ich jetzt hier dann so aufdrücken möchte, ob das funktioniert, ob das wirklich dicht ist oder ob dann noch irgendwie irgendwo an irgendeiner Stelle sagt, das hat keinen Bock. Ich werde es jetzt aber erstmal nur ohne probieren. Ich werde jetzt den Staubsauger gleich einschalten und dann habe ich hier so einen gelben Sack. Der passt da ganz gut drüber. Und den lasse ich dann hier einfach mal drauf fallen und guck mal, wie stark das ansaugt oder wie heftig das drauf geht. Eins noch kurz zum Staubsauger. Mein Staubsauger startet immer erstmal mit einer leichten oder mit einer Grundlast und geht dann nach oben, nach so einer Sekunde oder zwei.
Und aktuell ist der Beutel auch relativ voll. Das heißt, jetzt wird er nur ein kleiner Teil von dem ansaugen können, was er eigentlich macht. Wenn ich das Ding nachher richtig aktiviere und sage, ich ziehe jetzt meine Form irgendwie, dann werde ich einen neuen oder leeren Beutel reinmachen, dass da auf jeden Fall ordentlich Luftdurchsatz hat. Okay, let's go. Also man fühlt ein bisschen, dass ein leichter Luftstrom nach unten geht. Okay, das ist echt heftig. Wenn hier hinten eine Folie drauf liegt, zieht sie das klar nur ein bisschen ran. Ja, da passiert nicht viel. Also wenn ihr seht, ich ziehe hier dran, das saugt schon relativ gut fest. Aber sobald überall, also sobald jedes kleinste Loch hier dicht ist, zieht sich hier eine Wölbung rein. Also wenn ich meine Hand hier hinhalte, vor allem hier wo der Ausschnitt ist, da saugt die Luft auf jeden Fall deutlich gut an. Also hier ist ein leichter Unterdruck. Das heißt, ich muss die einzelnen Rippen hier außen auf jeden Fall auch nochmal abdichten, um wirklich sicher zu gehen. Okay, das ist heftig. Also das Krasse ist ja auch, ich habe hier mit dem Finger oder wenn ich hier drauf drücke, kaum eine Möglichkeit, hier stark Druck drauf zu kriegen. Aber ihr habt es gesehen, das floppt nach innen, das ist heftig. Ja, ich meine, ich kann es ja nur ausprobieren jetzt nochmal, wenn ich das Ding drüber lege, was er dann macht. Das hier vorne ist ja, wie schon gesagt, relativ gut dicht. Also das ist eine gute Möglichkeit, einfach hier so ein Panzertape drum zu machen. Man sieht, dass er das Tape auf jeden Fall nach innen saugt. Also da ist schon ordentlich Kraft dahinter. Und ja, keine Ahnung. Ich probiere es jetzt nochmal einfach nur so mit dem Sack. Der Sog war einfach so heftig. Er hat einfach. Oh nee. Er hat einfach das Ding durch die Tiefziehvorrichtung gesaugt. Holy shit! Das Ding ist so stark, das ist gestört. Ich bin gerade ein bisschen schockiert, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber dass da so krasse Kräfte entstehen, dass es mir hier einfach die Form zerlegt. Ja, der Beutel ist hin. Das heißt, ich werde das Ding hier wieder kleben. Ich werde hier diese Zerstörungen und so hier alle einreiben mit diesem Montagekleber, dass das hier alles plan wird. Und wenn das dann dicht ist, werde ich das komplette Ding hier mit Gips füllen, dass ich eine komplette Negativform von dem inneren Kern als Gips habe. Vielleicht mache ich hier auch noch eine Umrandung und damit ich das Ganze, also damit ich auch wirklich diesen Rand hier mitbekomme, weil darum geht es ja eigentlich, dass ich ja die Form plus einen Rand habe. Und dann werde ich daraus eine Gipsmasse machen, die dann halt einfach deutlich stabiler ist. Die wird auch viel schwerer werden. Ich muss hier definitiv mindestens 4 oder 5 Säulen unterstellen, weil da einfach so viel Kraft dahinter ist. Ihr habt es gesehen, das komplette Ding hat sich bewegt. Selbst ich stehe jetzt hier gerade mit 50% meiner Kraft drauf und das Ding geht vielleicht einen Millimeter durch. Durch den Staubsauger gerade hat es das einfach mindestens 5 durchgebogen. Das Ding, das hing auf Anschlag nach unten, das hing unten auf dem Styropor, hing das drauf. Das ist heftig. Ich meine, wenn ich es aufmache, werde ich safe abdrücke unten am Styropor sehen. So, also ich werde das ganze Ding auf jeden Fall deutlich stabiler machen müssen. Jetzt ist mir auch klar, warum das Leute mit Metallblech machen. Natürlich machen die das mit Metallblech, die sind ja nicht dumm. Ich meine, davon steht natürlich hier nichts, dass das so extreme Durchbiegung hat, aber ist auch klar, das Ding ist viermal kleiner als das Teil hier. Ach, shit. Also, ja, ich muss erstmal auf mein Leben drauf klarkommen, was gerade passiert ist, und dann werde ich das Ganze Offcam ein bisschen umbauen und zeig's euch, wenn es soweit ist.